Sagen wir mal guten Abend in die Runde, oder? Hallo ja. Zusammen. Hallo. Wir sind im sozusagen im Warm-up, in der Vorbereitung zu unserem schönen Format. Kann man ja jetzt schon sagen, oder? Ist unser Format. Also, ja, klar. Ab wann fängt ein Ritual an? Ab zweiten Mal oder ab dritten Mal? Wenn man es gut macht, beim ersten Mal. Eine Tradition. Eine Tradition, genau. Die Dienstagstradition, unser schönes Format feuerfrei. Und leider ist es ja so, dass wir dadurch, dass wir Clubhouse gewählt haben, nicht alle dort integrieren können, die wir gern dabei. Und jetzt hat uns verschiedentlich der Wunsch ereilt von Menschen, die sagen, wir wollen etwas dazu hören. Und wir versuchen unser Bestes. Die Qualität ist, naja, sagen wir mal so mäßig. Deswegen haben wir uns was anderes überlegt, nämlich, dass wir im Vorfeld schon mal uns ein bisschen aufwärmen, oder? Für feuerfrei. Also da schwingt ja sowas mit, da geht es schnell zur Sache, oder? Was meinen Sie, hallo da? Geht es ja schnell zur Sache? Auf jeden Fall. Feuerfrei ist ja sozusagen der Inbegriff für relativ zügiges Denken, trotzdem klar hoffentlich. Und da geht es ja in erster Linie darum, dass wir uns mal schnell unterhalten. Dafür ist das Medium ja auch da. Die Gründlichkeit kommt sozusagen durch das Nachdenken, ist ja auch ein schönes Wort. Aber jetzt tun wir mal so ein bisschen, würde ich mal sagen, das Feuer sozusagen von uns rauslassen und mal in vulkanischen Eruptionen denken über Begriffe, die wichtig sind und die uns ärgern die ganze Zeit oder uns erfreuen und erbauen oder die wir für nötig halten. Ja. Da haben wir heute einen, glaube ich, der sehr toll ist. Und wir haben, genau, heute geht ja das Thema, wollen wir uns über das weite Feld der Führung unterhalten. Und wir haben uns dann hier, als wir zusammenkamen auf Zoom, habe ich gesagt, naja, also normalerweise steht hier in meinem relativ leeren Regal, also ich habe bewusst eben nicht dieses CEO-Poser-Bücherregal mit den schlauesten Folianten überhaupt hingestellt, sondern normalerweise steht da, wo jetzt das weiße Buch ist, noch die Raupe Nimmersatt. Und das war ein sehr schöner Trigger für eine erste Unterhaltung. Und lieber Herr Dück, dann haben Sie erzählt, wie Sie Ihren Kind das Lesen beigebracht haben. Und dann haben wir so tatsächlich die ein oder andere Analogie zur Führung schon herstellen können. Ich habe nur Timing gesagt. Also praktisch, ich hab einfach immer gewartet, bis die Kinder was lernen wollten. Und dann habe ich es ihnen beigebracht. Also dann schiebe ich alles rein in die Stube oder kauf oder mach was sie dann wollen. Weil sie nur so ein bestimmtes Fenster haben, so wie bei Raketen, dass man so ein Fenster hat, um das hochzuschießen. Und beide haben irgendwann gesagt, mit fünf, sie müssten jetzt mal lesen lernen. Bei meiner Tochter haben wir den Einkaufswagen genommen und haben gesagt, du weißt doch, was da drin ist, also Iglo-Spinat oder so. Und dann sag ich, guck mal, da steht auch drauf. Und dann haben wir die Buchstaben gemacht, bei meinem Sohn genauso. So war auch die Trocken. Also sie haben beide mit zweieinhalb, wir haben sie einfach geduldig gewickelt. Und mit zweieinhalb im Urlaub haben sie gesagt, sie wollen jetzt keine Windeln mehr tragen am Meer. Und dann habe ich gesagt, komm, die Fische werden vergiftet. Das geht nicht, wenn du da reinmachst, dann kotzen die. Und dann haben sie geschworen. Dann haben die geschworen, dass sie da nicht machen. Da habe ich gesagt, das gilt nicht geschworen. Sie müssen mit mir hinter die Düne und einmal vormachen, wie das geht. Und dann sind sie sauber für 20 Minuten. Das war's. Das war die ganze Sauberkeiterziehung. Ich habe wunderbare Sachen gemacht mit Timing, wo jemand wirklich interessiert ist. Und dann ist die Sache in einer halben Stunde geregelt, wo man sonst ganze Lehrbücher lesen muss. Das muss man nicht. Glaube ich nicht. Es gibt irgendwie so, wo Leute interessiert sind. Das ist bei Management auch so. Leute haben manchmal Lust, was zu machen. Und dann sind sie wahnsinnig produktiv. Und dann haben sie auch den Flow, aber den haben sie nicht immer. Jetzt also im Management-Lehrbuch sagt man, also schrei sie an, dass sie im Flow arbeiten soll oder so. So geht das nicht. Also man muss schon ein bisschen geduldig sein. Genau, wir sind das ist das wunderbare Wort, an dem wir vorbeigekommen sind, Herr Lotter, das Thema Geduld. Wie verhält es denn mit der Geduld
und der Führung. Also ich meine, das ist ja schon ein schmaler Grat, Erziehung und Führung in eine, auf eine Ebene zu stellen, wenngleich ja die Analogien uns ansprengen, oder? Und ich habe da einen ganz anderen Blick drauf. Also Geduld ist für mich ein ganz anderes Thema. Das ist ein generelles menschliches Thema. Das ist ein Selbstführungsthema, glaube ich auch, das immer ein bisschen zu kurz kommt, wenn wir über Führung reden. Bei Führung interessiert mich eigentlich etwas anderes, dieses sehr deutsche Verwechseln von Management und Leadership. Das ist ja in Fleisch und Blut übergegangen, in dieser, ich sage jetzt mal, mediokren Führungskultur, die wir praktizieren. Und mittlerweile machen ja die Kleinen, die KMUs und die Mittelständler die Konzerne nach, damit die Blödheit sozusagen nicht nur im Wasserkopf existiert. Das ist das große Vorbild auch natürlich in der BWL. So muss man sich verhalten. Und dann kommt es dabei raus, was wir gerade sozusagen nationwide sehen, mit der Nichtverimpfung und dem Nichtzustandekriegen von Dingen. Ich halte es nach wie vor mit Drucker, halte ich für heute Abend ganz, ganz wichtig. Management macht die Dinge richtig, also die Routine, und Leadership ist die richtigen Dinge tun. Und wenn ich nicht vorher die richtigen Dinge kenne und mal definiert habe, das heißt jeweils weiß, wofür ich etwas tue, denn was anderes bedeutet das ja nicht, dann kriege ich natürlich hinten nach auch Unfug, bestens geregelt oder ungeregelt raus. Das ist doch unser Kernproblem und das sehen wir gerade. Und das kennen wir aus der Organisation prima. Ich glaube, deshalb sind die Leute auch so aufgebracht, was das angeht. Sie erleben gerade in der Regierung, für die sie sich wahrscheinlich gar nicht so interessiert haben, das, was sie aus dem Unternehmen kennen, was ihren Alltag ausmacht. Und sie verlieren, und jetzt bin ich bei Ihrem Wort, liebe Frau Jankowski, sie verlieren die Geduld. Das der ist, weiß der Faden. Der Faden ist, glaube ich, schon gerissen. Das befürchte ich auch. Wenn ich mich umhöre, hier in meiner Region, brave Biedlere, Mittelständler, bar jeder Radikalität, neigen mittlerweile dazu, Verschwörungstheorien gar nicht mehr für so falsch zu halten. Das ist eine Katastrophe, was die angerichtet haben, diese mediokre Bürokratie in wenigen Monaten auf ihr Versagen so ausgeleuchtet hinzuweisen wie nie zuvor in den letzten 70 Jahren. Dann schon mal vielen Dank für die Differenzierung. Letzten Endes geht es um Effizienz und Effektivität, die wir hier wunderbar schön auseinanderklamüsern. Und wir sehen ja, dass vielleicht das eine oder andere an der Stelle im Moment vielleicht effizient funktioniert, aber sicherlich nicht effektiv. Und da gucke ich so ein bisschen zu Ihnen rüber, Herr Dück. Da springt doch bei Ihnen bestimmt was an, oder? Effizienz. Ja, ich meine, man muss halt beides machen. Ich meine, da gibt es Leute, die können einfach, also ich habe immer auf Folien so zwei, also ein Pfeil von A nach B, so ein Pfeil und so ein Manager davor. Also praktisch, man ist Status A und man sagt, bring es nach B, das kriegen sie hin, in der Regel. Also jetzt beim Impfen schon mal gar nicht, aber praktisch ist ja nicht so, dass sie nur managen, sie können gar nicht managen, das ist ja der Punkt. Managen heißt von A nach B bringen. Und Leadership heißt zu sagen, was B wäre. Ja, und Pionier sucht danach, was B ist. Das ist eine andere Frage oder Wissenschaftler oder sowas. Also da gibt es erstmal so das Finden von B und dann muss einer Leadership sagen, wir gehen nach B, also echt so ein Kapitän. Ja, dann kommt Management. Das muss man alles zusammen haben. Das ist gar keine Frage. Ich meine, bei großen Konzernen ist es so, ich kenne ein paar, ja, also weil ich da öfter bin. Wie soll man das sagen? Also dem Abteilungsleiter, die ersten Manager, sagt man, du musst immer Spuren und deine Blattel da ausfüllen und Prozesse beachten. Und der zweite Hauptabteilungsleiter muss immer Spuren und deine Prozesse beachten. Dann wird er nochmal irgendwas Bereichs- oder Direktor, dann muss man das immer noch machen und dann muss man das noch immer machen. Japan ist das übrigens noch schlimmer. Da ist das ganz deutlich so. Und dann sind die Leute plötzlich oben und dann sagen, jetzt mach mal was, du Leader. Das haben die aber nicht gelernt. Ich habe dann 20 Jahre Karriere gemacht und immer nur meine Verkaufszahlen gebracht oder meine Kennzahlen gematcht. Ich musste nie sagen, was B ist. Das ist nicht meine Aufgabe gewesen. Ja, in so einem großen Konzern redet man ja mit dem Management nicht oder mit den Kunden, sondern man sagt, B ist, da wollen wir hin und dann managen alle das und dann geht so eine große Maschine dahin. Und wenn man oben ist, sagt man, mach mal B. Ja, und dann sagt er, ja, wie? Ja, und dann sowas wie von der Leyen oder so, die holen dann Berater. Sag mir mal, was B ist. Also, ja, dann haben wir so. Ja, und heute fragen wir uns ja sogar noch ein Schrittchen weiter. Heute ist ja die Frage,
also nicht nur heute Abend, sondern allgemein wird ja im Moment die Frage diskutiert, warum sollten wir betun? Bitte? Also heute diskutieren wir ja die Frage des Warums sehr stark, ja? Warum? Also die Frage nach dem Purpose, und das ist ja auch sozusagen ein bisschen der Rahmen, in dem wir uns heute bewegen, dass wir sagen, wir schauen mal hin, ob der Purpose denn wirklich etwas macht mit unserem Verständnis von Nö. Führung oder nicht, ja? Nein, nein, man hat ja eine Firma, die ist 50 Jahre alt und dann wird jetzt von dann sagen sie, kommen Berater, also damit der Purpose in der richtigen Farbe ausgefüllt ist. Die müssen das sagen und das Logo einbinden und dann fragt der Berater, was ist denn euer Purpose? Und dann sagen sie, mach einen, damit es gut aussieht. Ja, der kommt in den Hauptversammlungsbericht oder sowas, den schreiben wir dahin. Und im Grunde muss man ja bei der Gründung der Firma den Purpose haben. Ich müsste ja sagen können, wozu die Firma da ist. Wenn das jetzt 50 Jahre keiner gemacht hat, was soll denn der Purpose dann sein? Herr Ja, Lotter, dann haben wir Sie haben gar. da auch noch, Sie haben da auch Ja. noch mal so Ihren Blick drauf. Einen Ich finde. kurzen Gedanken können wir noch mitnehmen und dann gehen wir rüber. Ich finde das Purposing mittlerweile penetrant, das betrieben wird in den sozialen Netzwerken, weil meistens nichts dahinter steckt, außer der klaren Antwort, ich weiß nicht, warum ich lebe und warum ich arbeite. Das ist auch okay. Dann ist man auf Sinnsuche, das ist alles okay, das kommt immer wieder, hat aber eher esoterische Elemente oder metaphysische Elemente. Ich bin ein großer Freund des Sinnkennens im Sinne von Viktor Frankl. Ja, also Frankl, dieses ganz genau. Lebenssinn, das ist etwas sehr Vernünftiges, sehr Kluges, aber da muss man sich selbst kennen wollen und sich selbst gegenübertreten wollen, was viele nicht können, was viele nicht wollen, was viele nicht gelernt haben, wogegen unsere Kultur spricht, wogegen die Organisation spricht, also eine ganze Menge. Das, was wir gerade unter Purpose haben, hat mit Sinn und Zweck so viel zu tun wie Agilität mit Bewegung. Ja, das ist dieselbe Geschichte. Das sind Modebegriffe, die vollkommen hohl sind, getragen von ernstzunehmenden Leuten. Also das ist gar nicht mein Problem. Dass die wollen und suchen, ist ja wunderbar. Aber man muss sehr, sehr aufpassen, nicht von einem Unfug in den nächsten zu fallen und den methodisch zu verbrämen. Das ist etwas, wozu wir neigen. Und bei all dem haben wir noch nicht kennengelernt, was ist für uns richtig, was ist eigentlich in uns selbst das Richtige, was ist unser Lebenssinn oder unser Lebenszweck. Das muss nichts Großartiges sein. Das kann sein, sei nett zu deinen Nachbarn und zu deinen Kindern. Aber wenn gar nichts da ist und man glaubt, man kann jetzt auch noch Lebenszweck und Lebenssinn konsumieren, dann ist man einfach bekloppt. Es tut mir leid. Also Das ich ist meine, so. da gibt es so einen Klassiker, Seven Habits of Effective People. Ja, den muss man unbedingt lesen. Schreibe ich mir auf die lange Liste auf, Herr Auf Dück. die lange Liste. Nein, Schreibe ich mir auf die lange Leseliste. das kann man im Prinzip in 5 Minuten machen bei Wikipedia. Das ist kein Problem. Ich Ja. stehe Ja, oder da. bei Blinkist. Bei Wikipedia praktisch, traue ich zunehmend praktisch, nicht es gibt, mehr. also Also. ich nenne mal drei. Also ja, also das erste ist, was steht auf deinem Grabstein? Das ist Purpose. Ja, Das ja. ist, das, ja, ihr sagt einfach, man soll für die nächsten 5 bis 10 Jahre sagen, wozu man jetzt gut ist oder was man eigentlich will. Bin Also, hinten zum wohin Beispiel, kann man man das hin gut. jemanden will. So, das wollen die Leute nicht. Das ist jetzt Purpose. Das machen, also die erste Stufe wird ausfallen lassen. Die zweite Stufe ist, dahin zu gehen, wo man hin will. Also das Ja. umsetzen. Und die vierte Stufe, das sind so Ratschläge, das heißt First Things First. Ja, da gibt es Zeitmanagement. Da gibt es ganze Läden von dem Covey in Amerika. Ich war da in Salt Lake. Da gibt es einen ganzen Laden von Covey, nur mit Terminplanern und so ein Zeug. Ja, so. Und dann der letzte ist Sharpen the Saw. Schärfe die Säge. Das ist eine ständige Petersäge. Erneuerung. Und Genau. was die Leute machen, ist, und so eins ist noch, verstehe erst und dann sage, was du willst. Also ich weiß nicht, in Englisch fällt es mir gerade nicht ein. Also man soll erst mal zuhören und dann Ja, seinen Kram sagen. klar, So, ja. Zuhören Und hilft immer. alle diese Prinzipien, das sind sieben, die werden verraten. Und was sie machen, sie kaufen Taschenkalender und kaprizieren sich auf Zeitmanagement. Da gibt es sogar so super, super Bücher inzwischen drüber. Das heißt, First Things First, setze die Prioritäten und setze das um. Und denn das Problem ist jetzt aber, dass sie die Prioritäten falsch setzen. Das ist nämlich das Quartalsergebnis. So, So, und jetzt das heißt, müssen wir lieber. von dem ganzen Buch Schlusswort wird nichts gemacht. Das wollte ich Nichts wird sagen. gemacht. Aber